Tore auf. Noch haben sie eine Chance. Ich würde gerne ein Team schicken, aber für diesen 47. Warum haben sie das getan? Fliehen sie mit dem Mädchen. Verschwinden sie. Sie darf nicht werden, wie sie. Und sie haben mir einen Namen zugezwitschert. Blake Dexter. Ein Waffenschieber erster Klasse mit einem ganz besonderen Interesse an ihrem Mädchen. Dexter bewohnt die obere Etage des Terminus Hotels und seine Leute schotten ihn ziemlich gut ab. Aber ein Mann, der so tolle Fähigkeiten besitzt wie sie, lässt sich davon doch sicher nicht abschrecken. Viel Glück, mein Bester. Ja, danke. Das werden wir brauchen. Und wir haben es gerade schon oben gesehen. Die höchste Punktzahl in meiner Freundesliste hat Saraza erreicht bei dieser Mission. Und ich bin sehr gespannt, wie wir hier durchkommen. Terminus Hotel. Im obersten Stockwerk natürlich. Da gibt es wahrscheinlich auch wieder unzählige Möglichkeiten, hier reinzukommen. Ich glaube, das ist keine gute Idee, hier durch den Eingang zu spazieren, wenn ich so sehe, wie viele Wachen da rumstehen oder allgemein, wie viele Leute da sind. Autoalarm möchte ich auch ungern auslösen. Mann, wir lassen dich bei diesem Wetter draußen Wache schieben? Das ist hart. Wem sagst du das? Warum kommst du nicht in die Minute rein? Söldner kennen sich hier nicht aus. Denen ist jeder fremd. Du kennst meinen Arbeitgeber nicht. Du gottverdammter Vandale! Du hast keinen Respekt! Wenn du mein Mann wärst, würde ich... Das wäre also eine Möglichkeit, da reinzukommen. Aber wie gesagt, wir schauen uns erstmal noch um. Hier können wir keinen Autoalarm auslösen, okay? Ich weiß nur nicht, ob das tatsächlich so eine gute Idee ist. Auch wenn da jetzt gerade stand, dass das Söldner sind. Ziegelstein austauschen? Nee, das brauche ich nicht. Auch ziemlich runtergekommen hier. Da können wir runterklettern und ich glaube, das werde ich auch mal machen. Alte Gebäude haben meistens einen Zugang zur Kanalisation. Alles klar. Dann werden wir doch mal versuchen, diesen Weg hier zu nutzen. Durch die Kanalisation. So, was rüsten wir denn mal aus? Oder am besten gar nichts. Das wäre wahrscheinlich noch besser. Gar nichts habe ich. Ach so, das ist jetzt da gelegt. Ja, das ist natürlich... Er ist natürlich ganz toll jetzt. Warum kann ich... Ah, alles klar. Gut, ich habe nichts gesagt. Ist es hier auch ruhig? Oder müssen wir mit Überraschungen rechnen? Da hinten steht jemand, da oben stehen zwei... Man muss ja auch bedenken, wir spielen auf einfach.
Vielleicht ist dann hier auch einfach gar nicht so viel los. Ich hätte ja keinen Bock, in einer überfluteten Grube mit Strom zu landen. Nicht für eine Million Dollar würde ich das machen. Nie im Leben. Echt. Das ist Joe. Er ist sowas wie eine Legende in der Stadt. Ganz ehrlich, der Kerl wurde mal vom Blitz getroffen. Wirklich wahr. Hat nicht einen Kratzer abbekommen. Die Leute sagen, er kann nur durch Fingerschnippen eine Glühbirne einschalten. Ja, quatscht ihr beide mal. Und dreht euch am besten noch ein bisschen zur Seite, damit ich hier rechts die kleinen Stufen hochgehen kann. Ja, so ist es schön. So gefällt mir das. Und wir sehen schon auf dem Radar, dass hier ziemlich viel los ist, zumindest da hinten. Da sind einige Leute. Da können wir uns verstecken. Okay, das wollen wir nicht. Ach Mensch, kleines Kätzchen. Was machst du denn hier? Ach, der Typ da mit der Taschenlampe. Der ist mir gar nicht so geheuer. Mutterschlüssel und Flasche austauschen. Das wollen wir nicht. Unheimliche Typen. Du hast hier unten echt gut, Mann. Gewöhn dich lieber dran. Das könnte noch eine Weile so weitergehen. Aber wir können tauschen, wenn geht direkt bis nach oben, der Fahrstuhl hier. Und das ist auch unser Weg nach oben. Wir müssen in den Fahrstuhl gelangen. Wenn es doch eine Möglichkeit gäbe, wie du dich revanchieren könntest. Ah, du willst meine Karten für den Boxkampf, richtig? Naja, ich dachte eigentlich an Kaffee und ein Stück Kuchen, aber... Aber die beiden Typen, die machen uns da echt Schwierigkeiten. Und ich bin teilweise dann auch so still, weil ich auch gerne hören möchte, was die sagen, ob die eventuell Hinweise geben. So, jetzt haben wir nur noch einen. Können wir den denn irgendwie ablenken? Ich möchte ihn jetzt auch ungerne töten. Oh. Bleib bloß da hinten. Da vorne können wir den Aufzug rufen. Das geht aber natürlich nicht, wenn der da rumsteht und der da vorne an der Brüstung steht. Tja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Die sind jetzt alle da hinten. Also hier vorne ist keiner. Ah, doch, der. Da kommt einer. Ich bin nur froh, dass der hier nicht ganz rumkommt. So, ich glaube, wir müssen uns jetzt echt erstmal was einfallen lassen. Wie wir... Was? Hast du mich schon gesehen? Da hat doch gerade einer gesagt, warum schleichen sie hier rum? Meinst du etwa mich? Ich bin immer noch unentdeckt. Können wir denn... Ah, jetzt ist da hinten noch einer. Wir können dieses Ding werfen. Aber dann nehme ich mal besser die Flasche. Shit. Shit, er hat mich entdeckt. Shit, Wachen alarmiert. Scheiße. Scheiße. Das hatte ich natürlich nicht vor. Das hatte ich absolut gar nicht vor. Wir können jetzt anhalten, dass... Shit. Es wird eine Ballerei. Es wird eine Ballerei werden. Das sehe ich jetzt schon. Alter. Scheiße, das wollte ich nicht. Das wollte ich echt nicht. Mann, ich wollte es doch ruhig angehen. Ich wollte mich danach eigentlich darin verstecken, in diesem Wandschrank. Aber das hat nicht so geklappt. Scheiße. Scheiße, ich muss mich... Scheiße. Jetzt ist es ganz vorbei. Ich verstecke mich mal eben kurz hier drin. Jetzt ist es echt ganz vorbei. Kann ich jetzt den Instinkt benutzen, um zu gucken, ob hinter mir einer kommt? Mist, es geht leider nicht. Ach, Mann.
erstmal die Leichen hier wegschaffen. Ja, so viel zum Thema lautloser Killer. So, Junge, du kommst hier rein. Jetzt haben wir minus 1500 Punkte, das ärgert mich. Gut, minus 1400 jetzt. Den schleppen wir auch noch mal weg. Obwohl, Moment, bevor ich den jetzt hier reinfallen lasse. Wir sind ja jetzt der Söldner, als Söldner verkleidet, der hier am Anfang rumstand. Und ich weiß nicht, ob wir so in das Hotel reinkommen. Deshalb nehme ich mal lieber die Verkleidung von ihm hier. In der Hoffnung, dass wir dann da einigermaßen durchkommen. Wir können ja auch immer noch den Instinkt benutzen, wenn wir verkleidet sind, um, ja, wie wir das mit dem Gärtner gemacht haben, um ungesehen an den anderen vorbeizukommen. So, nehmen wir mit. Hier ist alles ruhig, das ist ganz gut. Dann versuchen wir unser Glück nochmal. Da dürfte doch jetzt eigentlich keiner aufmerksam werden. Wir sind schließlich verkleidet als einer von denen, die hier vorher schon drin waren. Ich weiß aber nicht, wie das aussieht, wenn wir jetzt tatsächlich einfach so den Aufzug betätigen. Der ist immer noch in Position. Der da hinten kommt jetzt gerade wieder. Ja, die wundern sich natürlich dann auch, wenn ich hier in der Verkleidung bin, wundern die sich natürlich auch, warum ich hier rumschleiche. Ich versuche das jetzt mal so aufzurufen. Wer zum Teufel sind Sie? Ich bin niemand. Schon wieder, das gibt's nicht. Hier konnte ich mich verstecken. Los, rein, rein, rein. Geh da rein, habe ich gesagt. Oh, ist das nervenaufreibend. Scheiße. Hat er mich gesehen? Alter, ist das nervenaufreibend. Der hat mich gesehen, ne? Ja, natürlich hat er mich gesehen. Scheiße. Los! Er ist hier. Lacht uns aus. Oh oh. Oh oh. Hau ab jetzt! Komm mir hier nicht zu nahe. So, der geht raus. Geht der andere mit, der da noch steht? Da steht noch einer. Tja, was mache ich jetzt? Ist er weg? Ich glaube, er ist auch rausgegangen. Okay, der Typ ist weg. Jetzt hoffe ich, dass der Aufzug da ist. Boah, ist das eine nervenaufreibende Mission. Echt genial. Wir müssen den Aufzug nochmal rufen. Aber im Moment sieht es gut aus. Ich werde jetzt gleich einfach da reinrennen, so gut es geht. So, der Aufzug ist da. Scheiße. Wo bist du? Scheiße, ich muss erstmal nachladen. Fuck. Oh Gott. Hui. Schlecht, 47. Sie sind wirklich einfallsreich. Puhu. Sie nähern sich jetzt der Höhle des Löwen. Die Typen, die Sie gerade getroffen haben, dürften den 8. Stock hermetisch abgeriegelt haben. Blake Dexter ist gerne für sich. Wird nicht leicht sein, in 899 reinzukommen. Aber was noch schlimmer ist, Dexter wird von einem echt üblen Bodyguard bewacht, der überhaupt nicht auf Eindringlinge steht.
Vielleicht sollten Sie sich in einem tieferen Stockwerk einen subtileren Zugang suchen. Aber was rede ich? Ein Profi wie Sie? Vermutlich haben Sie längst einen Plan. Und ich? Egal. Machen Sie sich fertig.